Jetzt gleich an und zeigen einmal, wie man sich als Rigger, aber auch als Model ein bisschen aufwärmt für eine Suspension oder generell fürs Fesseln, damit der Körper so ein bisschen fit ist. Ja, also wie wir bei dem letzten Mal, also vor 4 Wochen schon mal gesagt haben, ist Fesseln natürlich auch immer für den Körper super anspruchsvoll. Also es ist anstrengend, der Körper wird an bestimmten Stellen belastet, die er vielleicht gar nicht gewohnt ist, und es ist deswegen einfach wichtig, sich vorher einmal fit zu machen. Ganz, ganz wichtig bei dem, auch was wir jetzt gleich machen, jeder Mensch ist anders, so wie mir jetzt gerade schon gesagt hat, ich bin ein bisschen sportlicher, ja, in gewissen Dingen, zum Beispiel, keine Ahnung, sind meine Beine vielleicht ein bisschen besser gedehnt, dafür ist Mi mega flexibel in der Hüfte, was ich überhaupt nicht gut kann. Das heißt, egal ob ihr euch für super sportlich oder super unsportlich oder irgendwas dazwischen haltet, das ist total egal, Hauptsache ihr macht euren Körper ein bisschen wach und ein bisschen fit. Also jeder hat sein eigenes Tempo und ihr macht einfach das, was sich für euch gut anfühlt. Und wir freuen uns, wenn ihr jetzt gleich aufsteht und ein bisschen was mitmacht. Wenn ihr aber sagt, hey, ich kann nur 3 von den, keine Ahnung wie viele Übungen mitmachen, ist es auch voll okay. Genau, schaut einfach. Es beginnt erstmal damit, dass wir sagen, wir wollen den Gesamtkörper ein bisschen wach bekommen. Das heißt, wir stehen erstmal auf dafür. Das heißt, ihr hüpft erstmal einfach nur so auf der Stelle, damit ihr quasi den Körper wach bekommt. Dann könnt ihr eure Füße überkreuzen. Immer vor, dahinter und denkt dabei daran, dass ihr Körperspannung beibehaltet. Also nicht einfach so runterfallen lassen, sondern trotzdem schon gerade zu sein, den ganzen Körper aktivieren. Ihr könnt jetzt noch ein paar Hampelmänner machen, um auch eure Arme schon mal ein bisschen zu aktivieren. Wir machen einfach, das reicht, wenn ihr 3, 4 Hampelmänner macht. Es geht wirklich nur darum, dass ihr euren Körper ein bisschen wach bekommt. Machst du weiter mit Rigger? Genau, also ich werde jetzt immer quasi die Rigger-Seite zeigen und Tinker macht die Model-Seite. Wir werden aber jeweils das andere mitmachen, weil es kann, wie gesagt, nicht schaden. Genau, ich versuche halt immer auf die Körperpartien einzugehen, die ein Rigger, vielleicht ein bisschen mehr beansprucht, während Tinker halt eher auf Körperpartien eingeht, die ein Model mehr beansprucht. Und das Wichtigste bei uns Riggern sind natürlich die Hände, damit machen wir super viel. Deswegen fangen wir jetzt erstmal an, einfach so Fäuste zu ballen und wieder zu öffnen. Nicht zu hektisch, aber auch nicht zu langsam. Auch um die Finger mal warm zu machen, das Handgelenk. Man kann dabei auch ein bisschen das Handgelenk bewegen. So, wenn ihr das dann habt, dann nehmt ihr den Daumen und tippt damit alle eure Finger ab. Das kann man auch parallel machen, wenn man koordinatorisch das hinkriegt. Immer mal wieder Handgelenk ein bisschen drehen. Es ist nicht nur gut für die Hände, dass sie so warm zu machen, sondern es ist auch echt ganz gut für den Kopf, weil der Kopf merkt so, okay, ich muss jetzt auch mal ein bisschen nachdenken, und bei einer Fesselung muss man halt auch schlichtweg ein bisschen nachdenken. Die letzte Übung als Rigger ist jetzt, dass wir so ein bisschen die Hände darauf vorbereiten, dass sie Kraft ausüben müssen. Das heißt, wir fahren jetzt quasi unsere Krallen aus, als wenn eine kleine Raubkatze. Das heißt, wir machen so und dann als würden wir unsere Krallen ausfahren und wieder einziehen. Dabei ist wichtig, dass ihr das die ganze Zeit auf Kraft und auf Spannung haltet, egal ob ihr vor- oder zurückgeht. Das könnt ihr so rum machen, das könnt ihr aber vielleicht auch mal so rum machen. Tatsächlich unterschätzen auch die meisten Leute, wie anspruchsvoll es für Finger sein können. Also ich bin auch mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich bei Fesselungen danach gemerkt habe, dass meine Finger wirklich ziemlich am Sterben waren. Ich habe mit jedem Rigger, mit dem ich mich danach unterhalten habe, egal wie alt die Person oder wie sportlich die Person war, die war auch immer, boah, meine Finger sind auch echt immer am Sterben. Und ich denke, deswegen sollte man Hände immer auch gut warm machen. Also genau, als Model fangen wir damit an, ein bisschen hier den Bereich zu öffnen und unsere Schultern zu aktivieren. Das heißt, wir fangen damit an, ich stehe mir seitlich, dass wir die Schultern nach hinten kreisen. Könnt ihr, um zu merken, ob ihr sie wirklich öffnet, könnt ihr schauen auf eure Handflächen, wenn ihr zurückgeht, dass sie sich öffnen nach vorne. Genau, das heißt, damit aktiviert ihr sowohl eure Schultern, als auch, dass sich hier vorne den Bereich öffnet. Genau, wenn wir davon ein paar gemacht haben, dann super easy, was ich eigentlich jedes Mal mache, bevor wir zusammen Suspensions machen, Armkreisen. Das heißt, wenn ihr jetzt
viel Platz habt, dann könnt ihr, natürlich den ganzen Arm kreisen, aber ansonsten könnt ihr euch auch an die Schulter fassen und kleine Kreise machen. Also immer noch große Kreise, aber nicht mit Platz. Genau, nicht mit Platz. Genau, auch ruhig rückwärts mal. So, das gleiche mit dem anderen Arm. Okay, genau, was ihr dann machen könnt, ist entgegengesetzt kreisen zu lassen, denn dadurch kreist ihr nochmal beide gleichzeitig, aber ihr regt auch euren Kopf an, weil ihr es quasi verkehrt herum gegeneinander macht. Also ihr geht mit einem nach vorne und mit dem anderen nach hinten. Eigentlich ist es, man kann auch erst beide hoch machen und nur mit einem machen und dann mit dem anderen in die andere Richtung, aber irgendwann hat man den Dreh eigentlich raus. Als nächstes machen wir als Rigger ein bisschen auch die Arme warm, weil wir natürlich nicht nur unsere Hände brauchen, sondern halt auch immer unsere Arme, um jemanden zu halten, um jemanden zu bewegen, um jemanden in eine Suspension zu ziehen oder so weiter und so fort. Deswegen würde ich, wenn ich jetzt mich für mich alleine warm machen würde, auch meine Arme kreisen. Das haben wir jetzt gerade schon gemacht, deswegen wiederholen wir das jetzt nicht nochmal. Machen wir aber noch etwas, um die Muskulatur auch ein bisschen anzuregen, also nicht nur warm zu machen, sondern halt auch darauf vorzubereiten, dass gleich Kraft ins Spiel kommt, und dafür strecken wir die Hände so zur Seite aus und machen jetzt, als würden wir Fenster wischen, ja? Also wir machen so hoch und runter. Dabei ist wichtig, dass ihr wirklich die Hände komplett ausgestreckt habt und wir das jetzt nicht nur 10 Sekunden machen, sondern so lange, bis die Muskulatur in den Schultern und in den Oberarmen ein bisschen brennt. Ihr könnt auch vielleicht so kreisen oder halt hoch und runter machen. Das ist eigentlich relativ egal auf das, was ihr mehr Bock habt. Ja, dein linker ist irgendwie höher als der rechte, oder? Das ist schön. Wir können uns auch zur Seite bieten. Aber dann. Zur anderen Seite. Oha! Sehr gut, sehr gut. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt wieder zum Model. Und als nächstes machen wir das Thema Öffnen. Wir tun so, als haben wir einen Ball. Das heißt, da machen wir möglichst eine Rundung hier hinten. Dann gehen wir nach oben und öffnen nach außen und öffnen dabei möglichst den Bereich hier. Genau, dann wieder nach oben und wieder schließen. Und nochmal. Genau, und dann nach oben und einfach die Arme runtersinken lassen. So, das ist genau, das ist jetzt hier der Bereich gewesen, aber es ist auch wichtig, dass wir die Hüfte öffnen. Und da kommt nie viel weiter als ich, aber ich zeige euch jetzt eine Übung, wie ich es immer am besten mache. Und zwar ist das aus dem Yoga eine Übung. Egal mit welchem Bein, wir machen eh beide. Ihr stellt euch quasi so hin, habt hier hinten eure Ferse über den Zehen. Also so quasi. Hier das Knie über eurem Knöchel. Und jetzt versucht ihr, die rechte Hüfte zurückzuziehen und die linke nach vorne zu bringen. Und dabei euren Rücken nicht so zu machen, sondern euren Rücken gerade zu lassen. So, und dann versucht ihr möglichst gerade zu sein. Eigentlich müsstet ihr es hier spüren. Wenn nicht, geht tiefer oder versucht, die rechte Hüfte weiter zurückzuziehen, wenn ihr so steht wie mir und ich jetzt. Also wenn ihr das rechte Bein vorne habt. Also die Hüfte, die quasi, wo das Bein nach hinten ist, möchtet ihr justieren, dass beide Hüftknochen auf einer Linie liegen. Genau. Hier, genau. Also dass ihr das quasi dann nach vorne schiebt. Und wie ihr jetzt seht, das meinten wir halt damit, jeder Körper ist unterschiedlich. Wenn Menschen, Chris und mich, das erste Mal sehen, dann denken die Leute so, relativ ähnlicher Körperbau. Wir sind ungefähr gleich groß, wir haben sind beide relativ schlank. Können wir wechseln? Ja. Aber haben wir total unterschiedliche Körper und haben entsprechend auch ganz andere Fähigkeiten, wenn wir gefesselt werden und auch wenn wir uns dehnen. Ja, voll. Deswegen, lasst euch nicht einreden, ja, du siehst doch aus wie Model XY, dann musst du das auch können. Jeder kann was anderes, abhängig von seinem eigenen Körper. Die letzte Abteilung für den Rigger ist der Rumpf. Und ich habe mich zwar lange dagegen gewehrt, aber am Ende mussten wir doch feststellen, die beste Übung für den Rumpf ist die Plank. Es gibt zwei Abwandlungen. Entweder macht ihr sie euch etwas einfacher, indem ihr die Knie auf dem Boden lasst und dann guckt, dass der Rücken gerade bleibt und den
Bauch anspannen und den Rücken anspannen und nicht irgendwie ins Hohlkreuz gehen. Das ist bei mir ein bisschen schwer, weil ich ein relativ starkes Hohlkreuz habe. Alternativ könnt ihr das Ganze aber auch, wenn ihr es ein bisschen anstrengender haben möchtet, auf den Fußsohlen machen. Genau, also bei solchen Übungen hilft es wirklich tatsächlich, wenn ihr neben euch jemanden sitzen habt, der euch korrigiert, weil man halt echt schnell bei solchen Positionen Positionsfehler einfach hat und den Rücken dann vielleicht doch mehr durchdreht und den Popo doch höher hat. Ja. Letzte Übung für die Models wieder. Und zwar geht es jetzt darum, dass wir hier die Sehnen ein bisschen dehnen und bereit machen dafür, dass eventuell Last drauf kommt, wenn wir eine Side Suspension machen. Das bedeutet, ihr könnt euren Arm quasi ausstrecken. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem linken an. Und legt dann euren Kopf zur Seite. Und eigentlich könnt ihr das schon, müsstet ihr das schon hier spüren. Wenn ihr denkt so, nee, ich spüre gar nichts, dann könnt ihr genau, was mir jetzt gerade wahrscheinlich schon machen wollte, die Hand dranlegen. Jetzt nicht den Kopf wild nach da reißen, sondern eher mit dem Kopf gegen die Hand drücken. Genau, mit dieser Hand, mit der hier, drückt ihr nach unten. Und bei der anderen gebt ihr eine Art leichten Gegendruck, aber drückt eher mit dem Kopf dagegen. Genau, so, dann locker lassen und die andere Seite. Genau, was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr, wenn ihr die beiden Sachen gemacht habt, ganz sanft euren Kopf hin und her rollt. Vorsichtig, weil der Nacken und der Kopf, da ist kein Kugelgelenk. Das heißt, ihr solltet nicht einmal komplett drumherum rollen, sondern lieber von einer Seite, bis ihr es hier spürt, wieder zur anderen Seite, bis ihr es hier spürt. Okay, dann versuchen wir jetzt diese Seite und diese Seite aufzuwärmen. Das machen wir, indem wir wie so ein Zombie machen und dann möglichst versuchen, unsere Hände hier nach unten zu drücken. Also möglichst Kraft in die Richtung machen. Das müsstet ihr eigentlich hier oben spüren. Wenn nicht, könnt ihr es auch einzeln machen und hier noch wieder leichten Druck erzeugen oder gegendrücken mit eurer Hand. Genau. Gleich können wir auch andersrum machen, indem wir die Hände nach oben machen und nach oben ziehen oder eben so dagegen drücken. So, und als allerletzte Übung kommen jetzt die Oberschenkel dran. Das mache ich vor allem, bevor ich weiß, dass wir irgendwas mit Futomomo machen. Einfach, weil ich weiß, dass mein Bein dann sehr lange in so einer Position sein wird. Das ist einfach, wie man es vielleicht aus dem Sport kennt, warte ich irgendwo andersrum hin, dass ihr eure Hand am Knöchel, hier am Knöchel umfassen. Und möglichst hier hinziehen. Jetzt aufpassen, ich mache das auch gerne, dass man so macht. Versucht auch hier gerade zu stehen, denn dann ist es nochmal schwerer und ihr spürt mehr hier den Zug. Ganz wichtig ist, nicht hier an dem Spannen zu ziehen, weil dann dehnt ihr mehr das Fußgelenk. Das ist in der Regel nicht so gut, oder es gibt wenige Sportarten, die das brauchen. Und in den meisten Fällen ist es eher schlicht. Deswegen wirklich am Fußgelenk greifen und nicht am Spannen. Genau, und dann wechseln wir. Okay, gut, dann können wir nochmal alles aufschütteln. Aber dann war es das mit unserem Warm-up. Mit unserem Warm-up, okay. Ich hoffe, ihr seid jetzt warm. Es ist auf jeden Fall warm. Ja, oh Gott, diese Maske.